Ja, um sie sogar zu ermorden, das ist die Geschichte. Und der Arjuna gehört ja in dieser Geschichte zu den Kshatriya, zur Kriegerkaste. Und der, dessen Pflicht ist es nun, der wird ja zur Pflicht gerufen, gegen das Böse für das Gute zu kämpfen. Und mal sagen, soziale Kompetenz, er hat seines Bruders legitime Anspruch auf das Königreich gegen die verschwörerischen Cousins zu kämpfen. Aber, auf dem Apex, der Spitze dieser Schlacht, erfährt Arjuna eine Krise. Mahathera Dr. Georg Grimm nannte das so schön die Zweiteilung des Willens, so ähnlich, ja? Er weiß nicht mehr, der Arjuna. Auf der einen Hand sagt er sich, ja, ist meine Pflicht, als Kshatriya-Krieger zu kämpfen gegen die Feinde meines Bruders, für seine Rechte. Aber andererseits, das ist doch meine Familie. Das ist doch mein Onkel, das sind doch meine Cousins. Und wie kann ich denn meine eigene Familie ihnen Leid zufügen oder sie gar töten? Ja, mein Großvater ist auch dabei. Also da ist er jetzt in einem Interessenkonflikt. Aber wir werden sehen, dass mit dieser eigenen Familie die eigenen Schwächen gemeint sind. Das hat der Arjuna noch nicht verstanden. Denn, da kommen wir dann auch zu Krishna, der ja der Lenker seines Kampfwagens ist, in diesem Vergleich. Na, ich sag's noch nicht, ich sag's noch nicht. Ein bisschen später. Also, der Arjuna sagt, ich kann doch nicht gegen meine eigenen Verwandten kämpfen. Das ist ein furchtbarer Preis, wenn ich Mitglieder meiner eigenen Familie töte. Und da sagt er, da kommt nichts Gutes aus dieser Schlacht. Nur Schlechtes für mich. Und da ruft er seinen Freund und Kampfwagenlenker, Shri Krishna, um Hilfe und um Rat. Und der Krishna ist ein Cousin von Arjuna. Und ein Freund aus der Kindheit, so ist das in der Geschichte. Aber er ist nicht nur menschlich. Arjuna weiß das nicht, zu dem Zeitpunkt. Aber zu Beginn des Gedichtes, des Epos, wird gezeigt, dass Krishna eine göttliche Inkarnation ist. Ein Gott im Fleisch. Ein Mensch gewordener Gott. Und darum bedeutet Bhagavad Gita nichts anderes als das Lied des Herrn, eines Gottes. Das ist Krishnas Antwort auf Arjunas Verzweiflung. Was ist nun die archetypische Bedeutung dieses Epos? Nicht wahr? Bhagavad Gita. Es ist die Schlacht, die in uns allen wütet. Leben für Leben. Die Schlacht zwischen dem Unteren und dem Oberen, zwischen den Niederen und den Höheren. Die Schlacht zwischen den egoistischen Impulsen, ja, welche sich gegen alles wehren, die waren nur ich, und gegen die Realisation, dass wir alle eins sind. Natürlich nicht im Körper, da sind wir getrennt, das ist klar. Wir werden trotzdem immer wieder zusammengeworfen. Warum? Weil wir im Geist eins sind. Im Geistigen oben hängen wir wie Marionetten an einem Ursprung, meine Lieben. Und der Arjuna weiß das noch nicht, wie die meisten Menschen nicht. Die sagen, hier bin ich, da bist du. Ja. Aber geistig hängen wir wie Marionetten, jetzt mal vielleicht den Vergleich vorsichtig genommen, immer noch mit einer Quelle verbunden. Wir sind Monaden, die sich mit Körpern umgeben haben und entsprechend der Zeit, wann wir das taten und auch unserer Fähigkeit, gelingt es dem einen mehr, dem anderen weniger. Das macht der Natur nichts. Da kann einer noch so viel Quatsch und Unsinn gemacht haben. Der Körper wird abgestreift, dann geht es wieder neu los. Wir brauchen uns nicht schuldig zu fühlen, wenn wir mal was ganz Schlimmes vielleicht gemacht haben und alles. Andere haben noch viel Schlimmeres getan. Die heute, wenn der Mensch sehen würde, was er alles gemacht hat, na, ihr kennt ja die Beispiele, die der Buddha uns gibt, ja? Was meint ihr Mönche, ihr Nonnen? Was ist mehr, das Blut, das ihr bei eurer Verurteilung als Mörder vergossen habt, bei eurer Enthauptung oder Schlachtung, oder das Wasser der Meere, das sagen die Mönche, das Blut Erhabener, so ist es, so ist es. Meine Lieben, Arjuna hat drei Probleme. Drei Probleme. Die menschliche Situation.
Wie kann er frei entscheidend handeln? Zweitens, wie kann er Vertrauen haben in der Macht, in die Macht des Guten, um alles richtig zu tun? Und drittens, wie kann er wählen zwischen Alternativen, um diese Sache zu lösen? Was ist die Botschaft von Krishna? Das ist, wie ihr wisst, in der Geschichte der Wagenlenker. Ja? Wir kommen gleich zu seiner wirklichen Funktion, warum er den Wagen lenkt und nicht Arjuna. Das hat einen Grund. Der hat auch auf dem Schlachtfeld einen Grund und auch geistig. Aber jetzt erstmal. Krishna ist also das höhere Selbst. Und das gibt Arjuna einen Input. So wie ich immer sage, die Monade geht manchmal in uns rein und gibt uns einen Input. Wenn wir bereit sind, wenn wir uns verschließen, geht sie weg. Arjuna ist das bewusste Denken. Ja? Schaut mal, in allen unseren Aktionen müssen wir erstmal motiviert sein, etwas zu tun, was gut ist, richtig. Meistens tun wir es nicht oder oft nicht. Ja? Meistens tun wir das, was uns gerade am angenehmsten erscheint, ist aber nicht immer das Richtige. Dann sehen. Wenn also wir zum Beispiel, es ist draußen kalt, und uns friert, uns friert, uns friert, und draußen sitzt einer, der ist obdachlos, und der hat keinen Mantel oder der hat nichts, der hat gar nichts. Sagen wir mal jetzt extrem Fall, er friert da fast. Und wir sagen, oh nee, also ist besser, ich gehe rein, damit mir schön warm ist. Ja, es ist vielleicht für uns in dem Augenblick die richtige Entscheidung, dass uns schön warm ist. Aber ist es wirklich die richtige, meine Lieben? Sind wir nicht alle gesetzt dahin, dass wir unserem Nächsten helfen können? Wir müssen nicht irgendwo nach Afrika gehen. Es gibt genug hier zu tun, ja? Und natürlich, das Verbreiten der Botschaft, was gibt es Größeres, das sage ich. Aber bitte. So, wir müssen wissen, was wir tun sollen. Was ist richtig, was ist falsch. Aber das können wir nur wissen, wenn wir unser wahres Selbst, wenn sich das entfaltet. Der Unterschied zwischen Atta und Anatta. Wenn eine Frau sagt, ich bin eine Frau, und ein Mann sagt, er ist ein Mann, da sind sie noch Milliarden von Lichtjahren von der Wahrheit entfernt. Entschuldigung. So ist das nun mal. Und Arjuna ist auch noch unter dieser Illusion. Am Ende dieses Gedichtes, meine Lieben, da entdeckt Arjuna, dass er Krishna ist. Er ist diese Monade, das höhere Selbst. Und das gibt uns dann das Wissen, dass wir geistige Wesen sind, dass wir eine Distanz haben müssen zum Physischen. Nicht, dass wir es unterdrücken, aber meditativ und so weiter eine Distanz und anatta-mäßig sagen, das bin ich nicht wirklich, ich bin damit umgeben jetzt, gut, das habe ich mir aufgrund von Karma und Verlangen angeeignet. Wenn ich aber zu tief in diesen Sumpf, wenn man so will, der Materie steige, werde ich leiden. Meine Lieben, die Gita ist ein Lied, welches in der Mitte des Kampfes gesungen wird. Es ist auch ein Lied des Friedens und der Harmonie. Nicht so wie Prabhupada und andere Übersetzer hauptsächlich denken, das ist jetzt ein Lied für den Kampf. Ja, ja, es hat mit dem Kampf zu tun, aber nicht gegen andere. Und wenn wir sagen, in der Mitte der Schlacht, ja, dann heißt das, wir haben in uns die Antwort auf alle unsere Fragen, unsere Verwirrungen. Und die können wir wiederum ganz einfach, kostet nichts, in der Meditation erfahren. Indem wir am Tag vielleicht ein halbes Stündchen ganz still werden. Und wenn die Gedanken uns am Anfang überfallen, dann lassen wir sie. Bitteschön, nicht verdrängen, um Gottes Willen. Wer einen Gedanken verdrängen will, der schleicht sich durch die Hintertür wieder ein. Macht das bloß nicht. Wir beobachten. Wir sitzen in einem Café zum Beispiel und Leute gehen vorbei. Ihr steht ja auch nicht auf und gebt ihm die Hand und sagt, guten Tag. Sondern er tritt oder sie tritt von rechts ins Blickfeld und links wieder raus. Und ihr seid immer noch da. Meine Lieben, die Übersetzungen sind korrekt, nicht die Interpretationen. Das ist das Problem. Ja? Und da muss man also, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer gehen und uns mit der Sache beschäftigen. Schaut mal, zum Beispiel das erste Kapitel in der Gita beginnt mit einer Zusammenfassung
zeigt seine Struktur und die Hauptpersonen sozusagen. Ich weiß, die Nummern sind in Parentheses und die Verse und so weiter, die Shlokas. Und dann geht es weiter, Introduktion, dann kommt das Problem der Gita, Arjuna in seiner Krise, ja. Nicht unbedingt die Krise, die hier gezeigt wird, dass er sagt, soll ich dem nun einen Schädel einschlagen oder nicht? Darum geht es in Wirklichkeit nicht. Kommen wir dazu. Und zweitens die Kommentare. Ihr wisst ja bereits, die Gita ist ein kleiner Teil der Mahabharata. Es ist eigentlich eine Konversation zwischen Krishna und Arjuna. Ein bisschen einseitige, weil Krishna meistens spricht aus gutem Grunde. Aber das ist am Abend einer großen Schlacht geführt, die Konversation, ja? Das ist auch ein Lied gesungen in der Mitte dieses Kampfes. Also eine Harmonie, die im Augenblick nicht so harmonisch ist. Und im ersten Diskurs haben wir eine Transition von dem Epischen der Schlacht zum Philosophischen, ist schon da. Aber eben nicht unbedingt so, wie wir das jetzt hier haben, werden wir sehen. Also den Sinn des Lebens, die Dilemmas, in denen wir uns befinden und so weiter. Die erste Linie dieses Epos, dieses Gedichtes, sagt uns, wer wir sind. Auf dem Schlachtfeld der Kurus. Aber natürlich viel wichtiger auf dem Feld des Dharma. Unsere Bestimmung im Leben. Und das ist das Zweite, das man beobachten sollte. Da ist ein Problem, welches Arjuna, ich habe schon angedeutet, womit ist er konfrontiert. Und da sind also 17 Diskurse dieses Problems. Es ist ein Problem, das jeder Mensch hat. Nämlich eine Wahl, etwas zu wählen, wenn er bei zwei Optionen sozusagen konfrontiert ist. Das wird aber nicht in genügender Weise befolgt, sondern es wird immer wieder bezogen auf die Schlacht, meine Lieben, ob er jetzt gegen seine Angehörigen kämpfen soll oder nicht. Und es wird nicht bezogen auf die wirkliche Konfrontation. Der Arjuna hat ein Dilemma. Er muss etwas tun, von dem er meint, es ist falsch. Er weiß nicht, was das Richtige ist, also hat er die Möglichkeit, sozusagen zu wählen, verloren. Denn er kann nicht diskriminieren zwischen den beiden Alternativen. Das ist aber ein Problem, das wir alle haben, jeden Tag in unserem Leben. Und deshalb ist Arjuna wir. Das wird nicht klar genug herausgeschält. Ja? Wir haben ein klares Set, kann man sagen, eine Basis von Alternativen. Richtig oder falsch? Gut oder schlecht? Aber wir haben multiple Wahlen und Fragen. Und wir wissen nicht, wie wir wählen sollen. Ja, ich immer sage, es gibt eine Wahrheit, aber viele Facetten. Ja, und deshalb sind ja auch, Ehre sei dem Buch des Lichts, alle Religionen sind Wahrheiten. Ja, kennt ihr eine andere Schrift, die das sagt? Ich nicht. Alle Religionen sind Facetten der einen Wahrheit. Man darf sie nicht unterdrücken, man darf sie nicht zerstören, aber man soll sie jetzt, wo die Zeit gekommen ist, ihrer symbolischen Schale enthüllen, wenn man will. Seht mal, ich gebe euch ein Beispiel jetzt. Bhagavad Gita, im ersten Shloka, also im Vers, wird gesprochen von einem alten, blinden König, Dhritarashtra. Das ist der Vater der bösen Kaurava-Brüder, welche beim verrückten Duryodhana von dem geführt werden. Also der Name könnte man übersetzen mit schmutzigen Kämpfer. Ja? So, der und seine Brüder, die haben ihre Cousins, die Pandavas, verfolgt, haben ihr Besitztum genommen, wollen sie ermorden und sie oder sie ins Exil vertreiben. Der Dhritarashtra oder der Dhritarashtra weiß, dass das, was seine Söhne machen, falsch ist. Aber es sind seine Söhne. Und er hat nicht die richtige Sicht, sie zu korrigieren. In Fakt, er